Hi Leute, heute in dem Video geht's um den Unterschied zwischen Freude und Spaß. Welchen Unterschied ich damit meine, erfährst du gleich. Und zwar wollte ich heute mal in diesem Video auf den Unterschied zwischen Freude und Spaß eingehen, was das Ganze mit dem Bewusstsein zu tun hat, mit guten Emotionen, schlechten Emotionen. Ich möchte heute einfach mal ein paar Gedankenimpulse mitgeben. Also das hier ist kein super klar strukturiertes Video wie die fünf Lebensmittel, um sonst was zu machen, sondern das hier ist ein Video, wo ich einfach meine Erfahrung teilen möchte und dir eben ein paar Gedankenimpulse dazu mitgeben möchte. Und zwar Freude und Spaß eben, der Unterschied, weil ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht kennst, ich glaube, Hans Zöllner hat es mal gesagt, wer bloß lacht, ist nicht frei. Und da ist was sehr Wahres dran. Und wenn man sich mal anschaut, viele Menschen lachen ständig, haben Spaß, aber Freude ist für mich nochmal was anderes. So eine Freude liegt dem zugrunde. Und du kannst auch lachen und dich freuen, weil jemand hingefallen ist und sich das Bein gebrochen hat. Und dann freust du dich, aber dann würde ich nicht sagen, dass das irgendwie ein gesunder, freudiger Mensch ist, der im Einklang ist, sondern ich würde ihn eher als krank und ein bisschen gestört bezeichnen. Und du vermutlich auch. Und genau das ist der Punkt, auf den ich heute hinaus wollte, mit dem Video, weil oft fragt man sich so, und viele fragen sich und denken vielleicht auch, dass man mit Ignoranz vielleicht besser dran ist. Und wenn man einfach ignoriert, was so passiert auf diesem schönen Planeten, dann geht es einem vielleicht besser. Aber es ist halt einfach nicht wahr. Erstmal, dauerhaft ist es nie so. Wahrheit ist am Anfang vielleicht manchmal schmerzhaft. Aber dadurch kannst du eben die Realität erkennen. Und auf lange Sicht ist Wahrheit extrem schön, angenehm und süß. Habe ich neulich ein Video, einen Beitrag gesehen über Niembaum. Und der Niembaum spricht auch für Wahrheit. Und dort wird eben auch gesagt, wie der Niembaum eben ist. Von Peter Stahl war der, glaube ich. Ja, wie der Niembaum eben ist. Der ist auch bitter am Anfang, das Niemblatt. Aber gegen Ende hin ist so ein bisschen gleich der süße Nachgeschmack. Wurde zumindest berichtet, kann ich jetzt gar nicht sagen. Niem habe ich selber jetzt noch nicht gegessen, ausprobiert. Aber da ist halt was dran. Manchmal tut die Wahrheit am Anfang ein bisschen weh. Es ist wie, wenn man erfährt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt als Kind. Ja, dann denkt man sich, oh nein, oder? Es bricht eine Welt in einem zusammen, die man eben selber künstlich aufgebaut hat. Und so kann Wahrheit halt am Anfang erstmal ein bisschen schmerzauslösend sein. Man wünscht sich vielleicht, man hätte das alles nicht gewusst oder es wäre alles ein bisschen anders und man denkt sich vielleicht, andere Menschen haben es viel einfacher. Aber diese Ignoranz führt einem auf lange Sicht sowieso nirgends hin. Es mag vielleicht manchmal so wirken, als ginge es den Menschen besser, aber das ist halt einfach nur eine Zeit lang so. Und du kannst auch von einem Hochhaus runterspringen, ohne Fallschirm. Und du kannst einfach nach oben schauen, gemütlich, und sagen, hey, nee, ist alles gut. Nein, mir passiert nichts, mir geht's perfekt, meine Gesundheit ist top. So, mir geht's auch gut in meinem Leben, das ist alles wunderbar, das ist alles wunderschön. Ich komme mit allem zurecht. Ja, aber irgendwann klatscht man halt auf den Boden der Tatsachen auf. So, auch wenn du es ignorierst, einfach nach oben schaust, du fliegst da runter, ist vielleicht auch ein tolles Gefühl von diesem Hochhaus, aber irgendwann klatscht er auf den Boden auf. Und das ist das, was passiert. Und Ignoranz führt einen halt ja, nachhaltig nie weiter.
Dementsprechend mag es vielleicht manchmal schmerzhaft sein, anfangs, wenn man sich gewisse Dinge anschaut, mit gewissen Dingen beschäftigt, aber die dann auch selber prüft und schaut, was ist da wahr für mich, und die wirklich von innen heraus erkennt und nicht nur was übernimmt. Weil dann hat man auch nur Annahmen. Annahmen zu machen ist auch keine gute Methode. Aber jetzt möchte ich nochmal auf diesen Unterschied zwischen Freude und Spaß hinaus. Weil wenn man... Für mich war es immer mehr so, in diesem ganzen Prozess, wo man mehr hinschaut, wo man sich mehr über sich selber bewusst wird, wo man sich mehr über die Welt, über alles bewusst wird, merkt man, man kommt immer mehr in so eine Vogelperspektive. Wie hier zum Beispiel. Wenn man hier so runterschaut, dann kann man hier wie so ein Vogel runtergucken. Man sieht die Häuser, es ist alles ganz, ganz gemütlich und klein, und man gewinnt so ein bisschen Abstand. Und wenn man jetzt hier unten irgendwo im Stau stehen würde, ja, dann steht man da so im Stau, ist total mitgenommen, man steht vielleicht an der nächsten Ampel, man sieht gar nicht, alles ist einfach nur im Stehen, man sieht gar nicht, wie es weitergeht. Und man fühlt sich einfach extrem schlecht, ist da total mitgenommen, mitgerissen, ja, aber dann kommst du hier mal auf den Berg hoch. Nimmst mal so ein bisschen so eine Vogelperspektive ein. Vielleicht kommst du in der Nacht hoch und du merkst dann auch so, hey, die Lichter leuchten unten. Jetzt gerade nicht. Und stell dir vor, es ist Nacht. Und alles schaut eigentlich ganz nett aus. Ganz spannend so. Du bist viel mehr in dieser Vogelperspektive. Und das heißt halt, wenn du auch vom Bewusstsein her immer weiter gehst, dann bist du nicht mehr so identifiziert. Und das ist der Unterschied. Das heißt nicht, dass man irgendwas nicht mehr macht oder nicht mehr kann, sondern ganz im Gegenteil, man kann jetzt alles machen. So, man kann alles anfassen, ohne dass man dran haften bleibt. Diese Identifikation, damit ist weg. Das kann man immer ganz schön vergleichen mit einem Kleber. So, du kannst was anfassen, du lässt es wieder los. Weil am Ende sind es nicht die Dinge, die irgendwie schlecht sind, sondern diese Anhaftung daran. Und du wirst immer merken, wenn du mehr in diese Vogelperspektive kommst, immer mehr diese Anhaftungen loslässt, dann können auch Dinge herauskommen, die man sich vielleicht mal irgendwann produziert hat, alte Sachen, Emotionen, die man sich kreiert hat, und dann mag vielleicht auch mal eine Traurigkeit rauskommen, sonst welche Gefühle, Verzweiflung, Angst, Wut, was man sich mal geschaffen hat, aber man kann das viel bewusster rauslassen und sich trotzdem dabei gut fühlen, obwohl man sich schlecht fühlt. So, das klingt jetzt erstmal paradox. Wenn du die Erfahrung schon mal gemacht hast, dann wirst du vermutlich wissen, was ich meine. Aber das ist das, worauf ich hinaus will. Nur weil man lacht, geht es einem nicht unbedingt gut. Und du kannst dir, ja, kannst jeden Tag irgendwie ins Casino gehen, in den Freizeitpark, jeden Tag Spaß haben und lachen. Aber es wird dich nie langfristig befriedigen. Niemals langfristig. So, irgendwann wirst du einfach nur satt davon. Es ist einfach nur ein schlechtes Ersatzmittel für wahre Freude und innere Zufriedenheit. Ja, das wollte ich heute nochmal teilen, diesen Unterschied. Und vielleicht kennst du dieses Paradoxon. Schreib das gerne mal, wenn du schon mal diese Erfahrung gemacht hast, dass du gemerkt hast, okay, jetzt kommt irgendwas, was du lange verdrängt hattest, raus. Du kannst es rauslassen, aber das fühlt sich für dich gut an, weil es wie so eine Erleichterung ist, weil das wie so ein Stein auf deinem Herzen, auf deiner Seele oder sonst was war. Ja. Kommentier gerne mal unten drunter, wenn du das kennst. Wenn du, ja, so ein Videoformat, wenn dir das gefällt, wo mal nicht ganz so klar strukturiert ist, einfach ein bisschen frei raus, ein paar Erfahrungen, die euch auch weiterhelfen, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal. Und ja, wenn du weitere Fragen hast, auch zu dem Thema, schreib gerne unten drunter, beziehungsweise auch, ich bin jeden Mittwoch live, mittwochs, 19.45 Uhr in der Facebook-Gruppe, Dauerhafte Gesundheit für bewusste Menschen. Schaut da gerne mal rein, unten drunter ist der Link. Und ansonsten, ja, euch noch einen wunderschönen, sonnigen Tag. Macht's gut, bis dann, ciao.